Hallo miteinander, ich bin der Dominik und bin Kassier bei der Bergbahn am Malbun. Ich freue mich auf einen Haufen Gäste. Wie das Wetter wird, erfahren wir gleich. Mit diesen stimmungsvollen Morgenbildern aus dem Skigebiet Malbu begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Regionalwettervideo vom Wetterring. Heute am Donnerstag, 17. März 2022. Ja, wir sehen es hinter mir, es hat immer noch so einen Haarenstob in der Luft. Es ist nicht mehr ganz so eine rötliche, orange Konzentration, wie wir es noch vor zwei Tagen hatten, wie zum Beispiel das Wildhaus. Hier auf dem Gamser Ruckdamm, dort hat es schon ziemlich wüstig ausgeschaut vor zwei Tagen. Heute ist es nicht mehr ganz so orange, aber man sieht es doch, die Luft ist immer noch deutlich eingetrübt. Und das erkennt man auf dem Satellitenbild hier. Wir sehen das grosse Wolkenband, das sich von Spanien bis in Baltikum und auf für Skandinavien herzieht. Und das ist eben auch dem Sahara-Staub geschuldet, der dann die Wolkenbildung doch sehr fördert. Gleichzeitig haben wir auch noch eine schwache Front drin eingebettet und die bringt uns heute am Nachmittag vor allem und am Abend und in der Nacht einen Haufen Wolken in die Region. Teilweise kann es auch ein paar Tröpfchen geben. Aber wie ihr seht, viel kriegen wir davon gerne mit, weil der Sahara-Staub, die Sonne und der Himmel schon dermaßen stark eintrübt. Wir schauen gerade einmal, wie das Wetter morgen Freitag wird. Wir starten am Morgen noch recht stark bewölkt. Es hat einen Haufen Wolken umeinander. Die Sonne zeigt sich kaum und wenn, dann nur milchig. Erst im Tagesverlauf werden dann die Wolken allmählich ein bisschen weniger. Und die Sonne kommt da und dort noch zum Vorschein, aber meistens halt immer noch in milchiger Art, weil es hat doch noch immer sehr viel Sahara-Staub in der Luft. Die Temperaturen gehen dazu ein bisschen zurück und das ist unter einer schwachen Brise geschuldet, die dann morgen aufkommt, bringt schwachen bis mäßiger Nord- bis Nordwestwind. Und am Wochenende, da erwartet uns recht sonniges Wetter, der Sahara-Staub, der wird wieder weniger. Die Brise, der luftet dann der Sahara-Staub weiter in die Schweiz an und sorgt dafür, dass bei uns die Luftqualität und auch die Sicht wieder deutlich besser wird. Am Samstag haben wir zum Teil ein paar Wolkenfelder, vor allem am Nachmittag, aber so sehr viel Sonne. Nur ein bisschen Nebel am Morgen, aber der löst sich dann bald einmal auf. Und auf der Sonntag her kommt dann der Pfeu auf. Es bleibt weiterhin recht sonnig, vor allem in den Bergen und im Süden. Und auch da zum Beispiel in Malbu darf es ein bisschen pföhnig werden. Aber das sorgt auch dafür, dass wir wieder einen blauen Himmel und eine sehr gute Fernsicht haben hier in den Bergen. Nur die Temperaturen, die sind doch eher auf einem milden Niveau. Wir erreichen etwa 12 bis 14 Grad, zum Teil ein bisschen mehr. Und auf 2000 Meter da sind wir bei positiven Plusgrad. Bevor wir jetzt schauen, wie das Wetter nächste Woche weitergeht, schwätzen wir noch kurz mit dem Benjamin Eberle. Er ist technischer Leiter hier bei der Bergbahn zu Malbu. Ja, Benjamin, die Saison die neigt sich langsam aber sehr am Ende zu. Wie schaut es denn bei euch haben wir schneetechnisch aus jetzt nach diesen pföhnigen Tagen? Ja, wir haben immer noch optimale Verhältnisse. Es ist zwar jetzt der Frühling gekehrt, wie du gesagt hast, aber die Pistenverhältnisse sind immer noch wunderbar zum Skifahren und es ist ja sicher der Wert jetzt noch die letzten 14 Tage, um die Verhältnisse zu geniessen. Du hast es gerade gesehen, ihr habt noch knapp zwei Wochen Betrieb daheim. Gibt es noch etwas Spezielles, was für die Leute lohnt, um da raufzukommen, Malbu? Ja, wie gesagt, wir haben einfach noch Top-Verhältnisse immer noch. Und der Wetterbericht sagt auch schönes Wetter voraus. Und wir haben an der Wochenende haben wir jetzt immer noch, also noch Skirennen, die letzten Clubrennen. Und am letzten Wochenende haben wir dann noch ein Fissrennen. Und zum Saisonschluss haben wir auch kleine ein kleines Abschlussfest mit DJ und sonst diverse Sachen. Es tönt doch schon mal sehr gut. Und was ich noch gehört habe, es gibt noch einen Wettbewerb momentan mit guten Preisen. Genau, wir haben einen Wettbewerb gestartet. Kann man auf der Homepage schauen, was genau, um was das sich handelt. Aber es werden die besten Fotos, also die besten Aufnahmen werden gehört. Und es gibt schöne Preise zum Gewinnen. Genau, und damit ihr dort auch mitmachen könnt und wenn ihr noch kein Foto von Malbu habt, noch schnell ASCII machen könnt in den nächsten zwei Wochen, blende ich euch jetzt da unten gerade noch den QR-Code ein, wo ihr alle Informationen zu diesem Wettbewerb noch rausholen könnt. Und wir schauen jetzt noch miteinander, wie der Ausblick für die nächsten Tage und vor allem die nächste Woche ist.
Nächste Woche ist weiterhin kein Wetterwechsel in Sicht. Sowohl am Montag als auch am Dienstag erwartet uns weiterhin hochdruckbestimmtes Wetter mit einem Haufen Sonnenschein und nur wenigen Wolken. Höchstens am Morgen kann es ein bisschen Nebel oder Hochnebel herum haben. Der Pfö spielt dazu nicht mehr so eine grosse Rolle wie am Sonntag, er flaut nämlich wieder ab und macht eher dann einem Tal Bergwind Platz. Es heisst, dass er den Nachmittag jeweils im Rheintal hunde mit einem leichten Nordwind zu rechnen ist. Und wir schauen gerade noch weiter raus, wie es in den nächsten Tagen nach Montag und Dienstag weitergeht. Und zwar auf unserem neuen 14-Tage-Trend, was Temperaturen anbelangt. Und dort sehen wir, dass es im Wochenverlauf wieder deutlich milder wird. Man kann auf eine Norm legen, die wieder überdurchschnittlich ist für die Jahreszeit. Und wenn wir noch die Niederschläge anschauen, auch dort sehen wir, es ist weiterhin nicht viel Niederschlag bzw. kein Niederschlag in Sicht und wenn, dann nur ganz sporadisch ein paar Tropfen oder in den Bergen ein paar Flocken. Es kann also sein, dass der März als einer der trockensten März in die Geschichtsbücher eingeht und dass bis zum Schluss des Monats jetzt praktisch kein Niederschlag mehr zu erwarten ist. Hoffen wir dann, dass es im April wieder ein bisschen besser wird. Ich verabschiede mich jetzt mit ein paar wunderbaren Impressionen aus dem Skigebiet Malbun und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim Regionalwetter dabei sind. Bis dann!